Einmal da bummeln. Brauche ich auch Hausschuhe noch. Aber die sehen alle so ein bisschen nicht nach dem aus, was ich suche. Meine sind ja kaputt. So haben. Bodja sieht auch nicht nach Würstchen aus. Es riecht richtig lecker hier. Irgendwas für YouTube kaufen. Nur mal gucken. Das sieht nicht so aus, als könnte ich hier irgendetwas gebrauchen. Naja, den nicht. Riecht hier gut, ne? Das ist aber alles mit Zucker. Deswegen, no. Ich habe auch alles. Also, ich bin voll ausgestattet mit allem, was man brauchen könnte. Auch nur Standard, ne? Nüsse. $495. Mixer $640. Sowas kostet 9. Was steht da? 950. Wahnsinn, ne? Hier kommen wir so in meine, was ich habe. 950. Das sind die türkischen Kaffeebereiter mit diesem, also türkische Mokka-Maschinen. Die gehen wir mal nicht hin, da wird gehustet. Ja. So ein Glockenstab 510 oder so ein Glockeneisen. Ein Föhn 690, 550. Wir machen in die Klamottenabteilung gehen. Bummeln wir mal ein bisschen. Gucken, ob die auch runtergesetzt haben. Müll zum Anhängen. Hier ist genau richtig klimatisiert. Nicht zu heiß, nicht zu warm. Also nicht zu kalt. Das ist an der Decke. Der ist nicht zu kalt und nicht, also ist genau richtig. Ne? Hier fühlt man sich richtig angenehm, das Klima hier. Die sind schon arg am, ja, haben nicht mehr so viel Auswahl, ne? Kleider sind gar nicht mehr da, fast. Ich liebe ja solche Hosen, aber im Winter sind die zu kalt und hier im Sommer sind sie zu warm.
80 Teller kosten die. Ja. 80 Teller, die sind eigentlich ganz edel aus, finde ich. Die sind schon wieder sehr dick und die zu kurz. Aber ich finde die für 80, hey, ich glaube nicht, für 80 Teller ganz gut eigentlich, weil die sind ziemlich locker, wisst ihr? Ein bisschen durchsichtig, glaube ich, aber es geht noch. Das ist alles Einheitsgrößen? Nee. Rosa haben sie leider nicht. Das Einheitsgrößen, mal gucken. Ich glaube, das ist eine Einheitsgröße. XL, nee. Zeig ich mal her. Wie sieht das aus? Da ist ein Fehler beim XL, da ist ein Loch. Also ich könnte gerade mal am Überlegen sein. Der ist noch grober im Stoff, glaube ich. Das sieht vielleicht schon wieder so ein bisschen eigenartig aus. Weinrot habe ich, ist auch nur noch die eine Größe. Rot. Ist ja nicht so, dass ich das nicht hätte, ne? Ich habe ja solche in der Art alle. Mal schwarz könnte ich vielleicht eine mitnehmen, wenn die dann noch einen XL haben, was jetzt nicht so aussieht. Was ist das? XXL, okay. Mal gucken, Moment. Das ist zu eng hier am Bund. Ich mag das nicht, wenn das so eng ist. Muss locker sitzen. Hier, die wären schon eher was. Da steht aber kein Preis dran. Oder? Nee. Ich mag es nicht, wenn die so eng am Bund sind. Und das sind leider die meisten Hosen hier. Leider. Sonst hätte ich die schwarze tatsächlich wahrscheinlich mitgenommen. Gut, dann gehen wir mal wieder. Teller, und zwar diese ganzen drei Schalen. Das ist wirklich sehr günstig. Ich brauche das jetzt nicht, aber schon günstig, ne? So drei von diesen Schalen für 1,10 Euro. Drei Stück. Schon sehr günstig. Kommt, wir bummeln noch mal ein bisschen mehr hier. 70 Teller, diese 1 Euro ist ungefähr 29 im Moment. Nee, Töpfe interessieren mich jetzt aber nicht. Ich brauche zwar eine Pfanne, aber egal. Babyflaschen. Süß. Pfeffer, Salz. Ja, die Türken können sowas, ne? Haushalt und Möbel und so, das können die richtig gut. Das könnte man für Tee benutzen, kostet wie viel? 85. Schleppe ich aber ganz bestimmt nicht nach oben. Ganz bestimmt nicht. Hier sind diese typischen Teig,
Dinger, wo man sich dann auf die Erde setzt und dann den Teig ausrollt. Zwiebeln, Kartoffeln. Flaschen, Aufbewahrungsgeschichten aus Plastik. Ich habe schon wieder Bauchschmerzen, Leute. Magenschmerzen. Bauchschmerzen. Man weiß es nicht. Ah, sowas können die Türken. Ich sag's euch. Kommen da auf die besten Ideen. Es sieht auch richtig gut aus und es ist auch durchdacht, vieles von dem, was sie verkaufen an Haushaltsartikeln. Nicht so ein Ramsch. Solche Schalen kosten 35, ja, 35 Plastikschalen. Wir haben die, diese haben wir doch die gleiche, ne, in diesem Schnäppchenladen. Hier kostet sie 40 und in dem Schnäppchenladen habe ich die für die Katzen für 15 geholt. Also unbedingt billig ist das dann hier nicht immer. Sowas wäre für Tee vielleicht. Ich finde schon irgendwo was. Ich habe bestimmt lieber in den Schnäppchenladen gehen. Da gibt es sicher auch irgendwas, wenn ich das dann haben wollte. Was haben wir denn hier alles noch Schönes? Ja, ja. Alles gibt's alles. Was das Plastikherz begehrt. Wow. Schön. Ekmek. Hier, das ist für Brot. Das für. Okay, was steht da? Sweet für Süßigkeiten. Okay, also für alles Mögliche. Aber das hier für das Brot finde ich das sehr besonders gut. Das sieht doch süß aus. Holz. Was kostet das? 289. Gehen wir nach unten, komm. Wird mir hier zu eng. Staubsauger. 3490. Sandwichmaker 1190. Ja. Also ich habe Magenschmerz. Kommt, wir gehen noch einmal zum Strand und dann gehe ich nach Hause. Das haben wir jetzt nicht wirklich was gefunden, leider. Bilmiyorum, aldım mı almadım mı? Guck mal, gibt es auch für kleine Mädchen die Hosen, die wir eben oben angeguckt haben. Süß. Jetzt wird es aber dunkel, langsam. Oh mein Gott, ist das heiß. Schwül warm.
Hi, Hamburg. Ein Hamburger grünes Auto. So was habe ich in Hamburg auch noch nie gesehen. So ein grünes Auto, Leute. Da hatten wir nach Teppichen gesucht. Erinnert ihr euch noch? Das ist schon wieder so lange her. Da ist unser Urlaub gerade angefangen. Da waren wir eine Woche hier und dann habe ich die Teppiche hochgeschleppt. Ich weiß, das waren mein Jimmy noch hier und mein Kleiner war hier. Und damit wir beten konnten, habe ich dann 3 Teppiche hochgeschleppt. Erinnert ihr euch? Das war in der ersten Woche, als wir hergekommen sind. Ja, so ist das. Die Zeit vergeht. Und jetzt ist der Sommer schon eigentlich zu Ende, ne? In Deutschland jedenfalls, September. Heute, 30. August. Alles wieder vorbei. So. Das Glas Hotel. Migros. Und dann gehen wir einmal noch mal zum Strand runter. Gucken uns die Abendsonne an. Und gehen wieder nach oben. Dann gehe ich zu Beam und hole. Was wollte ich denn nun bei Beam, Leute? Habe ich wieder vergessen. Oh nein, ich habe vergessen, was ich bei Beam kaufen wollte. Wenn ich es oben nicht wieder eingefallen bekomme, dann war es nicht so wichtig. Ich weiß, Brot noch, wollte ich noch mal gucken, aber ich habe auch noch Toastbrot im Eis und ich wollte auch noch Mais kaufen. Ja, kann man machen, aber muss auch nicht sein, also mal gucken. Naja, wir gehen jetzt mal erstmal zum Strand. Und dann nach oben wieder. Ein Stück können wir nämlich die Promenade hoch und dann kann ich wieder an der Jagda hoch. Und die haben alles Solar da oben. Oh, schön. Türkischer Porsche. Sieht man auch nicht so oft. Weil Autos sind hier mega teuer in der Türkei. Wirklich richtig teuer. So. Ach, wieder windig. Herrlich. Oh, oh, die Sonne geht unter. Oh, oh, oh. Ich muss nach Hause, aber das ist doch richtig schön jetzt hier, ne? Oder? Herrlich. Wollen wir runter oder einmal drüber? Ich wüsste jetzt nicht, wo drüber ist, dann gehen wir einmal runter. Gehen wir einmal runter. So. War ja dieser Hotelunterbank, das geht. So. Der ist immer ganz komfortabel. Und hier haben sie auch diese Matten ausgelegt, damit man nicht rutscht. Ne, das, die sind rutschfest sozusagen. Und da ist schon das Meer. Ich halte aber trotzdem die Luft an, weil es stinkt. Muffig. Ja,
Leute, das ist das Meer. Die Sonne geht unter langsam. Die Leute gehen auch nach Hause, bis auf die Türken, die machen gerne abends hier Picknick. Touristen gehen natürlich zum Essen in die Hotels oder wo auch immer. Ist aber schon recht leer, ne? Also klar, heute ist Mittwoch, aber der Strand ist nicht mehr so, wie er früher war, so voll. Da hinten sind schon noch einige, aber ich glaube halt, dass die Ferienzeit zu Ende ist. Man sieht auch wenig Touristenkinder noch, ne? Die noch da sind, sind eher Einheimische. Tja. Duschen? Hatte ich ja überlegt heute, ob ich hierher komme zum Duschen, weil ich tatsächlich ja kein Wasser hatte heute. Da werde ich hier geduscht. Also ich habe ja schon überlegt, ich nehme mir Shampoo mit, ist mir egal, entweder hier oder woanders, hier jetzt vielleicht nicht gerade. Aber ja, würde zur Not funktionieren, ne? So, gehen wir mal hier hoch und nicht wieder diesen Tunnel entlang. Ich finde, das stinkt immer. Ja, ich mag es nicht gern. Aber hier kann man gut duschen zur Not. Das gehört aber zur Anlage natürlich. Aber ich glaube, wenn man da mal fragt, wenn jemand was sagt, die werden sicher nicht Nein sagen. Ja, jetzt bin ich hier zwar hoch, aber ich muss ja rüber. Ich Idiot. Das war jetzt dumm. Weil ich muss ja zur anderen Seite. Hier ist aber auch schön, ne? Ich glaube nicht, dass die Ampel hier in greifbarer Nähe ist. Nee, das machen wir mal anders. Ich gehe den Tunnel lang, weil wer weiß, wie lange ich da jetzt langlatschen muss. Das hätte ich jetzt nicht so gerne, aber das wird jetzt voll hier im Tunnel. Egal. Gehen wir einfach los. So. Hey, gehen auch schon los, guck. Türken gehen auch los. So, jetzt wird's da voll. Ich hasse es. Naja, guck mal, das ist auch ein Schlauch. Die kleine Dinge auf der Anlage.
langsam da hinten. Bergwasser wird trotzdem hier lang geführt. Interessant, was sich wohl dahinter befindet. Ne? Der blanke Berg. So. So ist besser. Ui, meine Oberschenkel. Oh mein Gott. Was? So. Und die Sonne geht unter. Ich glaube, wir schaffen es ganz genau. Dann nach oben. Ein Foto noch, das ist doch richtig schön hier, oder? Richtig schön. Oh, ich muss, hier ist die Migros, ne? Ich muss noch ein Stück weiter nach oben. Das können wir auch am Strand machen. Deutsche Laute hinter mir. Das ist schön, ne? Da! Richtig schön. Ist so ein bisschen diesig, ne? Oder? Kommt mir das nur so vor? Dann haben wir ja unser Sport wieder erledigt für heute. Für alle, die mit Benzin was anfangen können. Ja, sind die Preise. Wir gehen jetzt hier lang. Oh, bin schon wieder total nass geschwitzt. Da werde ich wohl noch mal in den Pool gehen müssen gleich. Dieses Hotel ist immer irgendwie leer, also ich habe auch keine Ahnung. Da ist nie, also ich habe das noch nie voll gesehen. Das ist jetzt auch noch nicht so alt, aber es war nämlich noch eine Baustelle, glaube ich, vorletztes Jahr. Auch dieses Jahr scheint es leer zu sein. Fast leer. Hier sind wir auch mal lang mit dem Auto. Da haben wir da unser Auto gewaschen. Eigentlich nicht gewaschen, sondern nur so ein bisschen innen drin geputzt. Und dann haben wir uns aufgefordert, dass wir bitte hier hinten hin sollen. Und da ist, glaube ich, auch ein deutsches Auto. Der sieht deutsch aus. Hütte Pahane heißt Bücherhalle. So. Ist auch hübsch, ne? Richtig schön. Dann auch Weitwinkel machen. Hier müsste man wohnen. Ne? Da ist der Strand und hier das Haus. Oh, Traum. Richtig schön. Ja, Pitte Pane, Bücherhalle. Kann man hier sitzen und lesen und das ist doch schön. Aber wahrscheinlich tagsüber viel zu heiß und abends hat sie geschlossen, ne? Kann ja aber wahrscheinlich trotzdem sitzen, oder?
ein Tabakladen, ein Musikstore, ach, Gitarren. Wir haben ja auch 3 oder 4 Gitarren bestimmt. Ich weiß überhaupt nicht, wo die alle hin sind. Mein Sohn hat ja mal Gitarre gespielt. Hier haben wir da in den Park, da gibt es immer Straßenhunde, aber eigentlich will ich da hoch jetzt. Über die ganzen, die spielen, wie süß. Nee, gehen wir mal nicht. Ich gehe jetzt nach oben. Ich bin nämlich müde und es ist spät. So. Mal gucken, ob wir die Jagdhammer jetzt hier verpasst haben. Oder sind wir schon zu weit vielleicht? Das kann sein. Ich bin gerade so ein bisschen verplant. Mal gucken. Wir haben nichts gekauft, ne? Sag mal. Nemut Lutur Kimdiye. Ich bin, oder was bin ich für ein glücklicher Türke, sagt man, oder sag ich. Oder sagt man eher, genau. Oder sagt wer? Sagt man. Ich glaube, es heißt man, die eine. Sagt man. Yoruldum valla. Uy. Ayaklarım ağrıyor. Warum latsche ich auch andauernd hier runter, ne? Ich ja selber schuld. So. Bir şey değil mi? De. De. Bak kafama bir şey düşürmeyin lütfen nene. Spielplätze werden auch schon leer, jedenfalls hier. Der große Spielplatz müsste man sich nochmal angucken und Vergleiche ziehen, weil der ist ja immer überfüllt. Ich bin total nass geschwitzt. Hier bin ich in voller Pracht. Also Mais, nach dem Roten gucke ich mal. Was noch? Haben wir keine Würstchen gefunden. Mann. Kartoffelsalat machen habe ich auch wirklich gar keine Lust zu, aber wirklich so mag gar keine. Gehen wir einmal überholen bitte. Doch nicht. Polis. Emlak, Makler. Aile Salo Merkezi. Das ist diese Salo-Jar.
das Gesundheitszentrum, habe ich euch schon öfters erzählt. Man sich impfen lassen oder auch untersuchen lassen, wenn man krank ist. Wo ist die Kammer, bitte? Da hinten muss sie sein. Genau. In die Richtung. Ui. Nach 7. Mein Schuhband ist auf, aber es geht auch so. Das sieht doch aus wie gemalt, oder? Der Kamera kommt das echt nicht so schön rüber, wie das aussieht. So schön. Eigentlich habe ich jetzt nicht wirklich Lust, da noch reinzugehen. Egal, oder? Machen wir morgen. Ich gehe nach Hause. Katzen, was macht ihr denn da? Milch fressen? Milch fressen? Alles voller Katzen. Komm hier lang. Obwohl das hier auch nicht viel. Egal, ich gehe da lang. Okay. Das ist genau gleich, ob da oder da. Gleich hoch, gleich weit. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo der Mais steckt. Ich müsste da jetzt erstmal suchen. Da hatte ich jetzt auch nicht so Lust. Soll ich oder soll ich nicht? Soll ich oder soll ich nicht? Nein. Keine Lust. Ist hier was los, ne? Am späten Abend. Katzen sind jetzt bestimmt immer am Kiosk. Ich habe gar nicht geguckt, weil da sitzen Leute. Wollte ich jetzt nicht so die Kamera drauf halten.
Wir sind sinnig. Irgendwie hat das Mikrofon so einen Schaden, habe ich vorhin schon gemerkt. Merkt ihr? Ein Frosch. Geh weg, du Frosch. Geh weg. Geh weg. Wirklich. Die Frösche mag ich jetzt echt gar nicht gerne. Boah. So, Katze. Katze. Katze, wo bist du? Hier nicht. Liegst vielleicht wieder hinten. Jupp. Da hinten ist sie. Ich gehe erstmal im Pool, bevor ich bete, damit ich dann sauber duschen und dann sauber beten kann. Bin zwar sauber, aber ich bin durchgeschwitzt. So, mal den Schlüssel holen. Da ist auch ordentlich wieder Kindergeschrei, was sehr schön ist. Oh, habe ich meine kaputten Latschen verbummelt. Die sind weg. So, also ich bin badebereit. Da liegt sie nicht drauf, ne, auf dem Ding. Ich hab doch gesagt, ne? Hat keinen Zweck, da irgendwas hinzulegen. Ganz vorsichtig hier runter. Latschen sind weg. Hi, Katze. Ja, Baby's noch drin? Ja. Na dann. Einmal abkühlen. Darf ich? Ja, ne? Ganz rutschig hier. Bella. So. Schön warm. Pipi warm. Pipi warm, Pipi. Oh, aber richtig Pipi. Wirklich richtig Pipi warm. Katze ist da. Gucken. Aber es wäre jetzt ihre Zeit, langsam wieder spazieren zu gehen. Also es kann durchaus sein, dass sie gleich dann abhaut, ne? Na du, hat noch keine Wehen, sag mal. Dauert wohl noch ein bisschen. Na gut, dann werde ich jetzt hier mal nicht so viel Zeit verschwenden, ein bisschen schwimmen und dann beten, weil ich bin schon überfällig, wie ihr seht. Und so 5 Minuten werde ich mich hier noch einmal bewegen und duschen, beten und dann, boah, ich habe gar keinen Hunger auf Kartoffelsalat. Ich habe auch keine Lust, Kartoffeln zu essen, so wie vorhin. Ich habe eigentlich überhaupt gar keinen Hunger. Ich habe Bauchschmerzen, ne, wieder, oder Magenschmerzen. Hatte ich heute den ganzen Tag nicht eigentlich. Aber jetzt. Na gut, bis gleich.
Ich habe jetzt so ein bisschen Kartoffelsalat gemacht. Moment, hier nochmal eben Pfeffer und so habe ich dann das Salz hin da. Also ich habe jetzt ein bisschen Gewürzgurken, Mayonnaise, ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Salz und so ein bisschen Gurkenwasser habe ich auch drin. Dann werde ich das einmal alles ein bisschen versuchen umzurühren. Und dann habe ich halt so ein Fake, so ein Fake-Salat gemacht. Ich muss das mal mit zwei Händen machen. Erstaunlich gut, muss ich sagen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Ketchup drüber gemacht. Und dann gehe ich nach oben und esse und beginne mein Video zu schneiden. Aber ich habe Durst, ich muss noch ein bisschen was trinken. Ich mische das ja immer hier mit dem Zelda-Wasser. Nächstes Mal, wenn ich runter zum Migros gehe, kaufe ich mir mal so ein Wasser. Ich wollte das noch nicht mit zum Strand schleppen. Aber nächstes Mal, vielleicht machen wir das dann. Wasser habe ich auch nicht bestellt. Seht ihr, habe ich total vergessen. Muss ich nochmal machen. Morgen, inshallah. So, dann gehen wir nach oben und setzen uns auf den Balkon. Ja, ich sitze wieder wie immer um diese Zeit am Schnitt meiner Videos. Es ist ungefähr 21:45 oder so. Und während ich mit dem Handy rendere, also die Videos, gucke ich mit dem anderen selber Videos. Und Leute, es juckt überall. Jedes Mal, wenn ich mich oben hinsetze, ich sehe die Dinge auch rumfliegen, ne? Sie setzen sich an meine Beine, sie setzen mich an meine Arme, sie setzen sich in meinen Nacken. Es ist voll eklig und richtig unangenehm. Und dann komme ich hier runter, weil ich es oben nicht mehr aushalte und kratze mich hier weiter an den Stellen, an denen sie dran waren, ne? Jeden Abend das Gleiche. Hier ist es nicht so, ne? Da und da. Ich weiß nicht. Oder ist es nur abends? Weil ich sitze ja da und abends nicht. Kann sein. Mein Schwiegersohn sagte nämlich, dass es da auch immer so schlimm ist mit den Mücken, dass die ihn auch immer zerfressen haben. Also ganz, ganz unangenehm. Tagsüber die Ameisen und abends die Mücken. Naja, so ist es halt in Ländern, in denen man warm ist. Bei euch soll es kühl sein. Habe ich gehört, die müssen alle schon eine Jacke anziehen. Naja, gut, es ist, wie es ist. Man hat es nie perfekt, ne? Ist es warm, dann hast du diese ollen Viecher. Ist es kalt, dann friert man. Also, naja. Was Katzi macht, weiß ich gar nicht. Ist mir jetzt auch Wurst. Ich habe ihr Futter gegeben und eben war sie ja nicht da. Ich hoffe, dass sie das gut übersteht, die Nacht. Und ich hoffe noch viel mehr, dass die Babys kommen, wenn ich das ein bisschen mit kontrollieren kann, also was ich mache. Ne? Manchmal ist es ja auch gefährlich. Und also, ich weiß ja nicht. Also, ich glaube auch nicht, dass sie mich ranlassen würde, wenn irgendwas passiert. Also, ich hoffe, dass alles gut geht. Ja, und ansonsten bin ich dafür, dass ich heute Morgen seit 5 Uhr bin ich ja wach und ich habe mich auch noch gar nicht irgendwie hingelegt oder so, bin ich noch erstaunlich gut drauf. Also ich bin nicht müde, also ich bin sogar noch relativ fit. Ich werde jetzt gleich noch einen Joghurt essen und mir überlegen, ob ich den eventuell nochmal auf meiner Terrasse oben esse. Aber dafür erstmal werde ich den letzten Teil meines Vlogs schneiden und ja, mein Lieben, wir verabschieden uns. Zum Glück habe ich immer noch Wasser. Alhamdulillah, es ist wirklich, bin froh drüber. Morgen früh dürfen wir nicht vergessen, inshallah, dass wir Wasser bestellen müssen. Ich muss 2 Kanister Wasser bestellen und ja, genau. Also das ist der Plan für morgen. Morgen ist was für ein Tag? Donnerstag, ne? Meine Güte, die Woche ist wieder rum, ne? Also es ist einfach nur Wahnsinn. Gut. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht, schlaft schön und bis morgen in alter Frische. Inshallah.